Die Komikerin Caroline Kebekus wirft der Musikbranche Sexismus vor. Als Beispiel nennt sie das Musikfestival Rock am Ring. Wenn man sieht, dass auch in diesem Jahr der Frauenanteil auf der Bühne gegen Null geht, kann das einfach nicht sein. Das geht 2022 nicht mehr. Das erklärt sie im Podcast Talk mit K des Kölner Stadtanzeiger. Ich kann auch das Argument nicht hören, dass es leider keine Frauenband gibt, die man buchen kann. Diese sollten genauso gefördert werden wie männliche Musiker. Sie selbst organisiere zurzeit das DCKS Musikfestival, bei dem ausschließlich Frauen auftreten werden. Es sei kein Problem gewesen, Musikerinnen zu finden. Sie sei quasi mit Anfragen überhäuft worden. Ich will mit dem Festival nicht zeigen, dass wir das bessere Festival sind. Ich möchte einfach ganz viele Frauen hintereinander auf der Bühne zeigen. Denn leider sei es häufig der Fall, dass die Veranstalter eine Frau buchen und denken, reicht doch, Quote erfüllt.